Sie haben in Ihrem Leben ganz verschiedene Abschnitte hinter sich gebracht. Ich sage mal mindestens 4. Einmal den als Kind. Ja. So geil, soll man nicht sagen. Aber unter etwas erschwerten Bedingungen, wenn man das mit einer normalen Kindheit vergleicht, ja. Ich als Tochter eines Kommunisten, der im KZ saß, hat das Ihr Leben mitbestimmt? Natürlich, ja. Und wissen Sie, man sagt immer, die Kindheit geht einem nichts an und irgendwie, also ist das so blöd, wie das klingt, ich bin eben eine Figur, die sehr aus dem Bauch kommt. Also wenn ich heute streikende Arbeiter sehe und sie haben das Recht zum Streiken, dann habe ich immer noch Tränen der Rührung in den Augen. Und ich freue mich immer, wenn es armen Leuten mal gut geht, freue ich mich unwahrscheinlich. Ich weiß auch, dass die Kommunisten, also missbauten allenthalben, vor allen Dingen in Russland und so. Jetzt nicht mehr, jetzt wird's besser. Es könnte besser werden, ja. Aber irgendwo ist man doch da zu Hause. Und dann habe ich einen Ruck nach rechts gemacht und bin in der SPD. Also weiter geht's aber nicht. Sie haben ja gesagt, in Ihrem Leben gibt es keinen festen, keinen statischen Abschnitt. Insofern sind Sie ja für Entwicklung immer gut. Ja. Danach kommt die Karriere als Schauspielerin, Sängerin, Komikerin. Also ja. Sängerin ist eine Verleumdung von meiner Schallplattenfirma. Sängerin, Schauspielerin, ja, Komikerin, manche ja. Manche haben gesagt, Urknudel. Stört mich nicht. Stört sich nicht, können Sie mitleben. Rasch mitleben, ja. Haben Sie das gemacht, weil es Spaß gemacht hat, oder haben Sie das gemacht, um irgendwann ja, was anderes machen? Ja, die Komik ist eine gute Sache. Also man muss sie immer ein bisschen überziehen und ich habe einen Hang dazu. Also ich bin, ich bin von übertrieben. Ich übertreibe schon mal ein bisschen und naja. Und also mir macht die Komik sehr viel Spaß. Aber natürlich gibt es keine Komik ohne Salz, nicht? Darauf wollten Sie sicher heraus, ja. Sehen Sie, es gibt sogar unter Komikern schlaue Leute. Und dann beschlage ich jetzt wieder mal den ganzen Vorurteil der Unterhaltungsindustrie, die sagen, ja, da kommt die Dicke da an und erzählt uns da blödes Zeug und so. Aber es ist so, also was mich wirklich interessiert, das ist der Moment, wo es umkippt, nicht? Wo die Komik plötzlich nicht mehr komisch ist und wo die Tragödie plötzlich zum Lachen ist. Sie kennen diesen alten Witz von dem Jesus, der mehr Leid, na, der ärgert Schnitzer in Oberammergau und der sagt, mehr Leid rein und der sagt, auf einmal jetzt grinst er. Und der Moment, der interessiert mich. Und nur so Witze erzählen, das interessiert mich nicht. Die Komik ist eine Blume, sie blüht oder sie blüht nicht. Aber natürlich muss sie mit Verstand und mit sehr viel Gefühl behandelt werden. Aber eben diese Momente, wo die Komik nicht mehr komisch ist oder wo die Tragödie nicht mehr tragisch ist, die interessiert mich, ja. Vorher, Sie haben dann das auch komisch, das Publikum, meinst du? Ja. Also so weit, wie ich das beurteilt habe, ich brauchte mein Theater nicht zu schließen. Ich hatte ein 500-Personen-Haus, 10 Jahre, und 10 Jahre ausverkauft. Ohne Subventionen. Aber der Jürgen weiß das. Ja. Irgendwas. Was kann so der Applaus aber so lange ist? Aber ich hab also Federn gelassen. Ey. Also es war nicht möglich unter 14 Stunden täglich. Mhm. Und ich musste die Stücke selber schreiben. Ich habe sie zum die Teil waren sehr schöne Stücke. Dankeschön. Ja. Ich habe sie also zum großen Teil inszeniert und die Hauptrollen gespielt.
Und dann musste ich sowas wie ein Arbeitgeber werden. Das war am allerschlimmsten gefallen, am allerschwersten gefallen. Also ich muss Ihnen da leider recht geben, es geht gar nicht anders, ohne dass man, wenn man zu einem hingeht, sagt, tust du mir den Gefallen, mach das heute Abend bitte so und so, da sind die jetzt schön. Aber wenn du sagst, kommst du bitte rauf in meine Garderobe, da hast du einen Fehler gemacht und das wird morgen anders gemacht, dann tu das. Leider Gottes, ich muss es sagen. Ich habe es immer wieder anders versucht. Aber jetzt ist der Vertrag von 10 Jahren abgelaufen und jetzt möchte ich nur noch schreiben. Und ich habe noch eine Schallplatte gemacht und will ich mal sehen. Ich brauche ja für mich selber nicht so viel Geld. Und ich möchte mich nicht mehr also verfestigen. Ich möchte kein Haus haben. Ich möchte mit kleinem Gepäck, sagen wir mal, 3 Jahre unterwegs sein und mal sehen, was mir einfällt. Ich möchte noch mal zu Ihrem Theater zurückkommen. Sie haben ja so etwas gemacht, was Sie selbst reformiertes Volkstheater genannt haben. Was ist das inhaltlich und welche Leute hat es ansprechen sollen? Ja, also ich habe mal erstens mal aufgeräumt, also eigentlich ist es nichts Neues. Ich habe aufgeräumt mit dieser Dienstmädchen-Kommerzienrat-Geschichte. Ne? Also ich finde das sowas von blöde, dass da so ein Dienstmädchen laufende Meter Kommerzienräte aufs Kreuz legen. Dann ein Wort vom Volksvertreter und schon ist alles gelaufen. Also ich habe versucht, Geschichten zu schreiben, die heute spielen und die heute möglich sind. Da hatte ich natürlich, also auch ganz ohne Bosheit geht's nicht, also habe ich, ich mag den Kölner Karneval, ich mag ihn. Also ich bin eine Kölner und mag den Karneval, aber nur den Straßenkarneval, diesen kommerzialisierten Karneval, wo die Jungen sich da die Mütze anziehen und sich da kann ich absolut nicht drüber lachen. Ne? Und den habe ich aufs Korn genommen, dann habe ich auch die Schallplattenindustrie ein bisschen und so weiter, oder? Sagen wir mal. Mit dem Kölner Karnevalstück bist du bös angeeckt, das muss man mal sagen. Bös, sie sind mit 13 Mann hoch. Wollten sie nicht sehen? Die Leute wollten das sehen, aber die Jungs hier von ihnen. Ich hatte sie immer alle gegen mich, nur das Publikum hatte ich für mich. Und deswegen habe ich überlebt. Vorher, Sie sind in dem letzten uns bislang bekannt gewordenen Abschnitt, sind Sie schließlich Schriftstellerin geworden. Ja. Gab es dafür einen Grund? Nee, ich finde weißes Papier schön. Und da was hinzuschreiben. Und der Jürgen wird das wissen. Wissen Sie, ich habe ein Theater mit 500 Sitzplätzen und verstehe überhaupt nichts von Geld. Und kann nicht kalkulieren und so weiter. Ich weiß nur, dass ich sparen muss. Und dann so, dann darf ein Stück darf nicht mehr, Karinchen weiß das sicher auch, nicht mehr wie 8 Personen haben und nicht mehr wie eine Dekoration, sonst trägt sich das Ganze nicht und so weiter. Und dann möglichst nur 3 Akte und das muss auch alles ausgewogen sein. Dann muss die Pause muss nach 1,5 Stunden oder spätestens besser nach 1 Stunde, sonst kriege ich Krach mit dem Wirt und so weiter und so weiter. Und dadurch sind einem natürlich künstlerische Einengungen gegeben. Und das war ich einmal leid, so. Und mit dem Bleistift und mit dem Papier habe ich eine Freiheit, die wunderbar ist. Und wenn ich in einer Store nicht weiter weiß, dann erfinde ich eine neue Figur und mache eine Charakteranalyse. Und ich bin auf einmal unheimlich reich und es ist wunderschön zu schreiben, ja. Ich kann Ihnen nur diese Erzählung von Frau Herr empfehlen. Sie sind witzig, sie sind überraschend. Man darf gar nicht erzählen, wie sie laufen, denn sonst sind sie nicht mehr so spannend zu lesen. Vorher und dann haben Sie angefangen, wieder zu singen. Sie haben vorhin gesagt, ja, Sie singen, also das nicht? Ist aber mein letztes, wirklich mein letztes Mal. Das also, soll ich, ist ja kein, also ich wollte, wissen Sie, es ist so, ich bin ein bisschen krank und so 14 Stunden, das bringe ich nicht mehr. Und ich habe schwere Operationen hinter mir, aber ich wollte jetzt nach 40 Jahren vom Theater weggehen und ich wollte, dass etwas bleibt. Und da habe ich gesagt, naja, da bleibt eben so eine Schallplatte oder so ein Buch. Aber das Buch möchte ich jetzt weitermachen. Und wenn du mal einen brauchst, der ein Stück schreiben soll, das wäre dazu für dich. Ja, sicher. Ja.